Ich hätte gar nichts kommentiert. Neues war Triple Three Stock am Ende. Schon. So, okay, jetzt hier, ne? Jo. Christophs Niehaus Smurf Account gegen Khan. Ja, das ist jetzt nicht hier. Was mache ich? Dann noch Skundorf. Aber ihr, ne? Jo. Zwei schon sehr bekannte Spieler hier am Start, die jetzt ein Best of 5 Set spielen werden. Aber wer kommt denn auf den Sollen das? Schon ein nice Tag eigentlich. Oh Mama. Ja, Commentary ist da. Yo, hier unten kann man sich auch das Lico-Ranking ansehen, um zu sehen, wie hoch Geldjunge gerankt ist. Ich bin schon ziemlich hoch gerankt, natürlich, wie erwartet. Aber yo, Grand Final hype. Also du kannst auch schon. Ist das Grand Final? Das ist Grand Final, Digga. Oh, what the fuck, Digga? Ja, Digga. Ist mal refreshed. Digga, ist absolut ein Reset. Oh, Junge. So. Grand Final Best of 3 dazu, aber ich muss noch. Guck mal, wie. Gott, hier einstellen, Digga. Ich schätze mal, jetzt geht das. Jo, ist doch. Aber Usdorf nimmt direkt den ersten Stop. Den ganzen Tag schon die Charaktere eingestellt, weil ich glaube, bei Squidendorf steht noch eine Peach. Wieso höre ich dich eigentlich? Ach man, Alter, was ist denn das hier? Kahn spielt weißen Fuchs. So schick, ganz schön. Schon eingestellt, aber. Ah, die schöne Stani schick. Schon eingestellt. So, jetzt sind die mal geupdatet hier. Was ist das denn für eine Scheiß? Das ist ja schon ein bisschen peinlich eigentlich. Das ist ja mal super eklig. Ich hoffe, dass die anderen das gar nicht sehen, aber da habe ich schon ein bisschen verkackt. Also wirklich nicht. Also schaut jetzt an Julian auf jeden Fall, der die Scheiße produziert hier. Der ist für dieses wunderschöne Overlay zuständig. Beschwert euch bei dem. Ja, aber gerade Fox gegen Sheik. Ja, wunderschöne. Wie gewohnt, Leute wissen, 100-0 steht Matchup für Sheik. Ganz klar, guck deswegen 100-0, Digga. Ja, 66 durch die Back, ja. Ja, das ist halt einfach nicht klar. Ja. Ich schau das einfach mal. Aber Khan bringt es jetzt zurück. Guck. Direkt der Upsmash. Nice, random Upsmash ist solche Spieler. Grand Finals ist auch eine Frage. Oh, wunderschöner Grab. Was ein Ding ist. Oh, Digga. Khan schon am Vorteil rein. Nice, Upsmash. Vorher drüber, was ist zum Beispiel Dash Tag, aber kommt ein nice Grab. Schön, die Fact Chases. Und ja, Fall Throw. Oh, Needle Snipe. Eine wundervolle Backhand. Und die smarten Downer zum Extenden. Oh, Khan ist raus. Das wäre voll die geile Kombo, müsste sein. Ja, aber er hat es nicht finden können, deswegen macht er. Oh, Khan mit der Flash. Oh, der Guy geht rein. Und dann bleibt der Stock im Schein, der Klassiker. Bist du das Movement gerade, aber. Nein, aber jetzt guter Random-Bounce-Smash. Das ist eigentlich nicht klar. Chat, Alter, meldet sich mal einer jetzt hier. Was soll das? An diesem Punkt möchte ich bloß darauf hinweisen, dass es im Chat, wie gesagt, das Licker-Ranking gibt, um abzuchecken, wie hoch Geldjunge gerankt ist. Halten. Da gibt etwas zu sehen, was absolut nicht true ist, und zwar sein Ranking. Denn er hat es gegen FK verloren. Null. Mist. Ja, schon schade eigentlich. Schade, aber zwei vernichtete Spieler gegen Grand Final. Auf jeden Fall, Digga. Die Übermacht Khan, Squidner, gegen Christoph Niehauses Smurf. Ich werde eigentlich die 100 eingestellt in den Großvater. Oder bei Grand Final halt. Bei den Emojis. Fucking Emojis. Ja. Safe war das. Fucking Julian, Alter, richtiger Ehrenmann. Dass der das eingestellt hat. Digga. Nice. Christoph Niehaus nimmt das erste Game, was ist los? Vielleicht gehst du Stadion. Stadion. Warum ist das Spiel geplant? Vertrauenswürdige Quellen haben mir geteilt, dass Skuldendorf bis jetzt mehr Games zum Geld, die mein Friend ist, gedroppt hat, als die in anderen Tournament. Das ist eigentlich schon ein bisschen peinlich eigentlich. Nein, eigentlich nicht. Also er hat genauso viele Games gedroppt wie gegen Kunati. So, und beides ist halt schon peinlich für ihn. Da hast du schon recht, eigentlich. Also gegen. Aber. Ja, gegen Geldjunge ist so respektabel, der Typ ist ziemlich gut, aber. So. Obi halt. Schnauze. Eigentlich schon peinlich. Denn Narzissmus ist halt wirklich schon so extrem. Das ist nicht mehr feierlich. Mein Melee-Ego. Das war noch nie feierlich, aber. Ist halt wirklich eklig. Ja, schau es mal an. Und das Ding ist für mich halt eigentlich nicht, dass du ein guter Spieler bist. Einfach nur, weil sonst das größte Ego der
Geschichte der Menschheit rauskommt. Und zwar genau das. Nee, ich freue mich schon so hart, aber ich gehe schon hier rein. Du weißt, dass dieses Mal keine Geschichte. Ich nehme sie auseinander. Ich hab nämlich realisiert, entsprechend, dass ich wieder grinden muss, damit ich mal was schaffe jetzt hier. Weil es kann ja so nicht weitergehen. Nee, Paul, ich hab das alle Game gegen dich in so OP gegen dich, Digga. Das war super unwitzig. Ja, ich weiß, das erste Mal hat er mich irgendwie gecheesebacked dort, bei 0. Ja, beim zweiten habe ich das Lead und den dritten Stock habe ich halt einfach verloren so. Und den vierten. Ja, Digga, den ersten hast du einfach auch so weggeschmissen. Ja, ich weiß. Du so, ah, cool. Der zweite ist okay, und ich war so, Digga, was, wenn ich das wirklich verliere? Dann hast du einfach wirklich verloren. Ich war so, Digga. Das war schon mies und witzig eigentlich. Du warst einfach vorbei. Ich hab's halt irgendwie nicht gefeiert, als das passiert ist, und danach war ich einfach so, weil ich frustriert war, ich so, Digga, ich bin eine Scheiße, dieser Charakter ist bastisch. Ich glaube, ich schau, Digga. Nein. Hast du, oder? Entschuldigung? Nee, Forster kam, ey. Ja, das ist doch Forster. Fair. Also, es war halt irgendwie so schöner Backthrow-Schießer. Was so schöner als die. Was so schon die letzten Stop weggeworfen. Ah, ich weiß. Das war richtig schön. Was ist denn so ein Moment in meinem Leben, so, die möchte ich eigentlich wohl mal festhalten, so. Moment. Das Freestyle-Lied wird squitten doch. Tschüss, eigentlich. Jetzt ist es ein Freestyle-Lied. Nicht ganz. Ja, Digga. Deswegen ist es jetzt ein Freestyle-Lied. Ach, schön, Coverage. Aber Freestyle-Lied ist halt einfach kein Lied so in dem Matchup, weil sie kann halt einfach so F-Bit vor der machen, so. Dann ist der erste Stock weg, so. Dann kann sie halt einfach Back von der Kante machen. Oder kann man einfach gestörten Scheiß und gewinnt das. Das war eigentlich schon ziemlich gestört. Das schon ziemlich nice. Ja, aber das war ein bisschen so ein bisschen für 8 Minuten vielleicht. Also, ich muss mal updaten hier. Ist ja schon traurig, dass wahrscheinlich niemand den Stream guckt. Schon? Hast du kurz das Deko-Ranking auf? Nur so? Das Deko-Ranking? Das kann sein, dass es mir so geändert ist wegen den letzten drei Turnieren. Ja, Digga, ganz ehrlich, jetzt ernsthaft, das Deko-Ranking könnte jetzt ganz anders sein. Ich will nicht sehen, Digga. Ja, das ist lustig. Wenn du dich gleich selbst feierst, dann gibt es Schläge auf den Weg. Definitiv nicht, Digga. Doch. Das war von mir. Ja, wenn ich bloß Geld Jungen an 10 sehe, bin ich glücklich. Alles so, wie es sein wird. Hier, guck mal, Garen ist auf 1, Alter, und Skull noch knapp dahinter auf dem Blick-Ranking. Und da kommt Mr. OK. A.K.A. Usan, A.K.A. Zara, A.K.A. keine Ahnung, Alter, viel zu viele Namen hat der Typ. Ja, ich nicht eigentlich streiten, ich hab's wirklich verstanden. Wo bist du? Ich bin halt so. Ich glaube, ich hänge in der Blue. Oh no. Da ist er ja. Ist abgestiegen, ist er eklig. Was hat er auch falsch gemacht, dass der. Das ist shit. Ich glaube, er war im Use 1 von hier, weil er mal richtig hochgelaced. Also Stop 8. Ja, aber ist er jetzt gerade eben hochgekommen oder nicht? Nimm mal so 7, 9, 9, 7. Auf jeden Fall mit so Zug 8 oder so Scheiß. Keine Ahnung, Alter, ist auf jeden Fall. Ah, Digga, lass mal kurz das Match ansehen. Okay. Erstmal Speedrun geschnitten. Okay, kann man sich schaut auf Fairs verschickt. Schöner Tech Chase. Das spielt auch gut. Nati schreibt, kommentiert immer so, und jetzt kommentieren wir hier wunderschön. Und er sagt halt einfach nichts mehr. Schon traurig eigentlich. Als Priorität muss er eigentlich auch so ein bisschen bei Stream liegen, wenn nicht, dann weiß er auch, was mit seinem Leben macht. Also ich werde Julian mal auf jeden Fall sagen, dass er das fucking Streamlay auch ändern soll, weil das kann man sich ja so nicht geben, Alter. Das ist ja mies Augenkrebs. Das ist, Digga, das ist mies feierlich, Digga. Das ist übelst scheiße. Digga. Ja, es ist so genau die perfekte Grenze zwischen cringy und ironisch cringy. Also es ist halt wirklich cringy, aber nicht ironisch cringy, was es wirklich scheiße macht. Schon eigentlich. Das ist halt. Hätte er es übertrieben, dann wäre es halt schon witzig gewesen. So. Aber das ist so genau die perfekte Menge dafür, dass es einfach nur eklig aussieht. Aber über Zeit das Game. Auf jeden Fall. Oh, ist eigentlich eine Idee. Schöner Crouch-Cat ist umgestorben. Oh, der klassische Crouch-Cat. Ja, hat davon ein bisschen. Oh mein Gott, das wird einfach funktionieren. Aber schöner Grab. Oh mein Gott, was ist das? Nice Backer. Klassiker. Nice. Oh, komm, Lucky. Oh, das war ein nice Backer. Hol den Stuhl ran jetzt. Jetzt. Zu hype. Stehen. Das war eigentlich schon ein nice Backup. Also das ist halt schon jetzt so ein Monster-Lied für den guten Losern hier. Was Guldendorf? Was Guldendorf spielt, ist jetzt Patient. Ja, ja. Bringt es wieder zurück. Er hält es einfach close, obwohl es ein 100-0-Matchup ist. Ich weiß auch, wie er es macht.
verstehe ich auch nicht. Vor allem, Jeding hat gefreestylt bei dem 100 Müll Match. Das war eine dumme Laune und kann ich trotzdem nicht freestylen. Das zweite Spiel ist gerade irgendwie komisch. Nice Backer. Stabile Backer auf jeden Fall. Stabile Backer. Komisch. Das zu sagen ist, dass er gewonnen hätte, hätte er anscheinend ausbrechen. Also, es ist auf jeden Fall jetzt hier in Game 3. Steht 1-1, Last Stop. Das Game ist sehr wichtig. Oh, der schöne Scheingrab, ich liebe es. Oh mein Gott, der halt ist die, aber nur sein Zirkel, weil er ein Ehrenmann ist. Absoluter Homie, Alter. Das war natürlich ein Tempo, das ist insane. Er läuft natürlich, Digga. Er drauf wird. Digga, wäre hier kein Safe, ich mach einfach schwarz Gesicht, Digga. Das ist doch noch nie so Digga, was macht der eigentlich Safe? Oh mein Gott. Gewinnt er das jetzt? Oh, der Mescher. Digga, Leute, die zwei Formeln haben es mir so verdient, einfach aufs Mesh zu werden. Oh mein Gott, das war nicht die beste Idee, ich finde. Oh mein Gott, er holt das Game. Das war gestört. Jetzt hat Squid noch den Game Lead geholt. Ich meine, es eigentlich so eher so Set League, ne? Hey, das steht 2-2. Ja, Set, der Lead im Set, Digga, aber kein Lead im Game. Nee, er hat ein Lead, considering die Anzahl der Games, hat er ein Lead. Wenn du dir die Anzahl der Games anguckst, dann hat er ein Lead. Ich weiß, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Aber es ist ein echt gutes Melee und ich hoffe eigentlich, dass man resetten. Ich muss lügen. Stimmt, du willst noch mehr Melee sehen, aber ich muss dann nach Hause. Eigentlich ist es schon dreiviertel. Ja, aber ich schon. Also, keine Ahnung. Oh, what the fuck? Nee, ich möchte den Reset sehen, wie. Ich will halt auch schon noch den Reset sehen, so. Wir sehen, wie die Squid auf dann Reset zum Falcon Switch, damit er endlich ein 50-50 Matchup spielen kann, zum Beispiel Falcon. Aber. Fox schießt einfach. Das ist fucking nicht möglich. Es geht gar nicht für Fox. Es geht aber nicht. Ich hätte ganz ehrlich die Rolle geredet, aber ich nicht lügen. Ich das trotzdem irgendwie nicht zu machen. Okay. Was macht er vor der? Jetzt zu sagen, dass man diesen Ball attacken kann. Oh, er hat den Jump wieder. Oh, schön gedroppt. Das war irgendwie ein Messer und dann hat er es doch mal gekriegt. Das war kein Messer. Er sagt, es war kein Messer, das war alles durchgebrannt. Ich fand, das glauben wir jetzt einfach mal so. Das ist eine schöne Cover-Retro-Slam. Ja. Nonetheless kann mit einer wunderschönen Packer, ja, macht das Ganze gehen. Okay, Laser, ziemlich lame eigentlich. Ja, schon ziemlich langweilig, da muss man mit einer Leer reingehen, so wie das Oh ja. Da bin ich doch so mein Oh ja. So, mag ich, so sehen wir das Oh ja. Digga, wer kann noch keinen Laser weiter raushauen, weil ich einfach. Das war's dann. Oder mein Laser. Oh mein Gott, was ein smarter Schein. Eigentlich ist das schon ein Lasher Backer sind. Oh. Er wartet. Oh mein Gott. Keine Fischer. Digga, da sollte man. Den schönen Abschnitt nerven. Oh nein, auch Laser zu voll. Mach mal jetzt eine schöne Nerfkraft, bitte. Ich tue dich richtig fischen helfen eigentlich. Oder du dann den richtig schönen Tech noch gehen. Schöner Tech Chase. Ein Kahn noch eine Nair jetzt. Oh ja, irgendwo habe ich das. Beide Nair natürlich. So lieben und kennen wir Kahn. Richtig schön. Oh, was ein smarter Punkt. Sehr scharf Fuß, ja. Aber hätte ihn halt auf Stage spielen können. Zum eigenen Punch. Ich kann trotzdem zurück, weil es ein Trade war. Schöner Nussmash. Busan kriegt trotzdem Nussmash. Das war's. Ja, Busan auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich würde jetzt einfach den Geldjungen gegen Squid aufmachen, einfach an die Kante gehen und Backrow spam. Genau das wäre halt einfach die optimale Taktik. Man wird das nicht zulassen. Oh mein Gott, was ist das? Er soll jetzt ein bisschen einfach mal grabben und einfach diesen machen. Fans im Backer UCF. Ganz ehrlich, das ist eigentlich auch schon ein bisschen peinlich, gerade im Hintergrund einfach so. So im Hintergrund macht einfach niemand Auge aufs Grand Final, ist eigentlich schon ein bisschen mies peinlich, richtig lieb. Weil es einfach so niemanden checken muss. Der gibt ja auch keinen, Digga. So 100-0-Matcher möchte ich keiner geben. Ja, ist schon eklig. Aber ist natürlich immer noch im Game, natürlich darf man darf nie klatschen und vergessen, wie der Mann teilweise hat. Oh, schön erscheinen, das könnte sein. Ich würde mal denken, dass Khan das nicht zulässt, weil er also ein guter Fox ist. Können wir kurz reden, was ich gesagt habe? Das ist der Last Stock. Last Stock. Alles offen. Grand Final. Oh, die vor der Bruder, so viel der nicht. Das war's, oder? Das war der Up Smash. Schönes Khan gewinnt das! GG's an Khan.